Willkommen zu einem neuen Blickpunkt Leineberglandt. Warum es ratsam ist, in dieser Jahreszeit besonders vorsichtig und aufmerksam zu fahren, musste eine junge Frau aus Seesen leidvoll erfahren, wie uns die Polizei mitteilte. Am 28.09.2018 gegen 21 Uhr kam es auf der K315 zwischen Werstedt und Bültum zu einem schweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 21-Jährige aus dem Stadtgebiet Seesen mit ihrem Pkw Audi die genannte Strecke in Richtung Bültum, als ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Die Seesenerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte auf das Stück Schwarzwild. Der Pkw wurde bei diesem Unfall im Frontbereich völlig zerstört. Das Wildschwein wurde bei dem Aufprall direkt getötet. Die Seesenerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Neben zwei Streifen der Polizei Bad Salzdetfurt befanden sich auch ein Rettungswagen, zwei Abschlepper, die Straßenmeisterei Bockenem und eine Mitarbeiterin der unteren Wasserbehörde vor Ort. Außerdem kamen insgesamt 28 ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Werstedt und Bad Salzdetfurt zum Einsatz. Wir sind hier auf dem Eifeler Marktplatz und zwar aus einem ganz besonderen Grund mit Herrn Dr. Kosig vom Ameos Klinikum in Eifeld. Nämlich, es ist die Woche der Wiederbelebung. Und aus dem Grunde hat Ameos hier einen Stand in Eifeld errichtet. Was kann man denn hier sehen? Also wir haben hier eine Ambu-Puppe, wie es im Fach Jargon heißt, das ist letztendlich nichts anderes als ein Simulator, an dem man den Besuchern zeigen kann, wie man am besten reanimiert. Die Puppe ist eindrückbar, das heißt, man kann die Herzdruckmassage darstellen, man kann die Puppe auch beatmen, sodass man auch die Atemspende üben kann. Und wir haben hier ein Simulationsgerät für einen automatischen externen Defibrillator, einen sogenannten AED, ein Laiengerät, wie es an immer mehr Stellen verteilt vorgehalten wird, im Rahmen hauptsächlich von öffentlicher Hand und Stiftungen. Hier zum Beispiel 30 Meter die Straße hoch im Bürgeramt würde der nächste öffentlich zugängliche AED hängen. Dann hier im Schwimmbad, im Siebenbergerrad zum Beispiel ist noch einer. Und die Geräte sind einfach so ausgelegt, dass sie für den Laien auf Anhieb bedienbar sind. Man schaltet die Geräte ein, das Gerät spricht mit einem und führt einen quasi durch die Wiederbelebung. Ja. Weil das Wichtige ist, etwa 75% der Herz-Kreislauf-Stillstände im Erwachsenenalter sind kardiogen bedingt, das heißt, kommen vom Herzen. Bei den Kindern ist es umgedreht. Bei Kindern sind 75% der Kreislauf-Stillstände durch Sauerstoffmangel. Mhm. Deshalb spielt bei Kindern die Beatmung eine viel größere Rolle. Beim Erwachsenen ist es wichtig, möglichst zügig den Herzrhythmus zu analysieren. Ja, und das kann dieses Gerät. Und entscheidet dann, ob der Herzrhythmus eine Asystolie ist, das heißt, das Herz steht, macht gar nichts, oder es ist ein Kammerflimmern, das heißt, das Herz schlägt so schnell, dass es sich quasi nicht mehr mit Blut füllen kann und dadurch kein Auswurf und kein Kreislauf mehr zustande kommt. Mhm. Und wenn das der Fall ist, muss das Herz mit einem Stromstoß, einer Defibrillation, wieder in den richtigen Rhythmus gebracht werden, damit es wieder vernünftig schlägt und auswerfen kann. Und das macht das Gerät auch und sagt mir dann auch, jetzt muss ich das tun. Genau, das Gerät analysiert und das Gerät entscheidet, ob Strom angewendet werden soll oder nicht. Wenn jetzt so ein Gerät mal nicht in der Nähe ist, also man hat ja gesehen, großer Andrang hier, viele, viele Menschen interessieren sich dafür, haben natürlich auch Angst, was verkehrt zu machen. Ja. Wenn jetzt so ein Gerät nicht in der Nähe ist, was mache ich dann? Dann mache ich die Basiswiederbelebung, das heißt eine Herzdruckmassage und eine Beatmung, wobei die Beatmung heutzutage in der Laienreanimation etwas in den Hintergrund gereicht wurde. Weil auch seitens der Leitlinien einfach auch erkannt wurde, eine Beatmung mit einer Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung hat einen gewissen Ekelfaktor. Wenn man denjenigen, der dort liegt, nicht kennt, womöglich hat er noch Erbrochenes, Erbrochenes läuft aus dem Mundwinkel, dann ist der Ekel da, dann mit dem eigenen Mund drauf zu gehen, doch relativ groß. Und um die Hemmschwelle des Ekels auch für den Laien herunterzusetzen, dass man sonst einfach sagt, da mache ich lieber gar nichts, dass man sagt, okay, den Patienten überprüfen, einen Notruf absetzen und eine Herzdruckmassage durchzuführen, das kann man jedem zumuten. Ja. Ekel oder nicht. Ja, Sie haben mir auch gesagt, mache ich lieber gar nichts. Es ist ja so, wenn ich komme, dann muss ich ja auch helfen. Ja, es gibt die Pflicht zur Hilfe. Im Strafgesetzbuch ist die unterlassene Hilfeleistung mit einem eigenen Paragraphen hinterlegt. Und dort heißt es,
wenn man zumutbare Hilfe nicht durchführt. Sagen wir mal ausgelegt, nicht wortwörtlich, aber die zumutbare Hilfe, wenn man die unterlässt oder wenn man jemandem, der eine Hilfe leisten will, behindert, wird man mit entsprechender Geldbuße bzw. sogar Freiheitsstrafe belangt. Die meisten sicherlich werden natürlich helfen wollen, fast alle, unterstellen wir mal. Letzte Frage, was kann ich denn verkehrt machen, wenn ich helfe? Wo gibt's da was? Beim Helfen kann man nichts verkehrt machen. Der einzige Fehler, den man machen kann, ist nichts machen. Ja, ob man dann zu schnell drückt oder zu schwach drückt oder die Pause zu lang macht, das ist vollkommen egal. Es ist immer alles besser, als nichts zu machen. Der größte Fehler ist, nichts zu machen. Weil derjenige, der dort liegt und bei dem wir uns dazu entscheiden, eine Wiederbelebung durchzuführen, ist tot. Und schlimmer als tot geht nicht. Man kann keinen Fehler machen. Das ist meine Meinung. Das ist die gute Nachricht von Dr. Kosig. Also, helfen ist immer richtig. Genau. Die Kombination von Leine-Bergland-Messe und verkaufsoffenem Sonntag am 7. Oktober bietet den Besucherinnen und Besuchern Eifels eine ausgesprochen interessante Kombination. Die Messe findet in diesem Jahr erstmalig auf der Hackelmasch statt und damit liegt die Messe nur wenige Fußminuten von der Fußgängerzone entfernt. Dort finden die Kunden über 100 Einzelhandelsgeschäfte, gastronomische Betriebe und Dienstleister. Verkürzt wird die Wegezeit übrigens durch eine Eisenbahn, die die Strecke regelmäßig abfährt und ein echter Hingucker ist. Wir haben eine Vielzahl von gepflegten Geschäften mit einem breit gefächerten Angebot und können unseren Gästen ein sehr gutes Einkaufserlebnis bieten, ist sich Hans-Günther Schaaf, Geschäftsführer des Forum Eifelt Aktiv e.V., sicher. Vor einigen Wochen war Eike Korsen, kaufmännischer Geschäftsführer der Recken, zu Gast beim Unternehmernetzwerk, das den Namen 10 vor 8 trägt und das vom Zeitungsverlag F. Wolf und Sohn initiiert worden ist. Nun war es Zeit für einen Gegenbesuch. 55 Personen aus dem Leine-Bergland reisten in die TUI-Arena, die Heimat des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Seit 2 Jahren tragen die Recken hier alle Saisonheimspiele aus. Abgerundet wurde der Tag mit einer Führung durch die Arena. So sahen die Teilnehmer unter anderem die Katakomben und durften an den Spielfeldrand und in den Pressekonferenzraum. Das Netzwerk ist übrigens kein geschlossener Kreis, sondern für alle Unternehmen aus dem erweiterten Leine-Bergland offen. Informationen gibt es unter 10vor8@leinetal24.de. Das war unser Blickpunkt für heute. Bis zum nächsten Mal.